Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Video zu der Premium Gold. Ich glaube, dritte Edition. Infinite Gold, die jetzt dann diese Woche am Donnerstag erscheinen wird. An dieser Stelle natürlich das obligatorische Nennen unserer Sponsoren. Alle Einzelkarten beim Zombie-Zocker. Für alle Münchner und Umgebung hat der Fontaine in München natürlich direkt am Donnerstag schon die Gold Editions. Sind ein paar echt interessante Karten drin und ein paar davon gehen wir jetzt durch. Hier schon mal der Überblick. Also wie wir alle wissen, die YCS Preiskarten, Reprint, Giant Hand und Devorzak heißt er, glaube ich. Wobei der eher nicht so interessant ist, 3-5er braucht er, glaube ich. Giant Hand ist nicht schlecht. Dann natürlich für BA die Beatrice. Wir werden die nächsten paar Tage auch ein paar Showmatches wieder machen mit dem neuen BA-Deck. Pogis Bär mit der Beatrice halt gegen Dracopulse, Cosmo und Monachen. Mal schauen, wie sich das neue Bär da schlagen wird. Dann natürlich die Cosmo-Karten sind drin. Interessanteste Karte Dark Destroyer. Mal schauen, wie oft und selten der sein wird. Nur weil jetzt alles nochmal reprintet wird, heißt es nicht automatisch, dass alles billiger ist und das Deck dann halt super billig ist und super leicht zu bekommen ist. Kann sein, dass Dark Destroyer dann immer noch schwer zu bekommen ist und immer noch eine Menge gehen wird. Ansonsten halt geil für alle Cosmos-Spieler, dass dann alles in Bling gibt. Dasselbe gilt halt dann auch für die BA-Spieler. Da gibt es auch nochmal alles reprinted in Bling. Dante ist dabei. Der Fusions-Dante, Virgil, also alles mit dabei und eben die Beatrice. Ist nicht schlecht, vor allem weil BA jetzt wieder im Kommen ist. Mit Beatrice und mit Phantom Knights und Speedroids und auch Super Quantums und das ganze Zeug. Also Bär auf jeden Fall wieder mit dabei. Dann ein paar interessante Reprints mit dabei. Feuerhand und Eishand war davor nur in Dragons of Legend zu erhalten. Die sind nicht schlecht, die kann man echt immer gebrauchen. Ausgehend vom Meta immer eine gute Set-Deck-Option. Sogar ich habe welche, obwohl ich kein Spieler mehr bin. Dann natürlich Archfiend Eccentric, guter Reprint, wird auch jetzt im Dragon Balls öfters gespielt. Snow Ogre ist nicht schlecht, wird ja jetzt auch in den ganzen Level 3 BA Decks gespielt, die die Super Quantum Engine spielen und dann Snow Ogre auch noch als Teleport Target benutzen. Dann noch Galaxy Cyclone, ist ein guter Reprint, Reasoning auch. Weiß nicht, wo es die gab, aber ich hatte zum Beispiel Probleme, 3 zu bekommen und habe dann YCS ohne die gespielt. Auch wenn es auch so ganz gut lief. Dann diese 2 Arrest-Karten und Maskenwechsel 2, das ist wichtig. Gab es davon nur im Starter-Deck, Hero Structure-Deck, guter Reprint. Da muss man sich nicht mehr das ganze Structure-Deck kaufen, wobei das glaube ich eh nicht mehr zu erhalten ist. Dann ganzen Trap Hole Karten Reprint, ganze Mirror Force Karten und ganzen Horn Karten, falls man das so nennen kann. Mirror Force Karten relativ uninteressant. Die einzige Mirror Force, die man zurzeit spielt, ist diese eine, die nicht dabei ist, die alle verdeckt. Ansonsten vielleicht noch Mistake, ganz interessant, und dieses Brainwashing für die ganzen Kaiju Spieler. Bei den Extra Deck Karten ist Ignister ganz interessant, Chimera Tech. Ansonsten vielleicht M7, Ouroboros, Castell und Emerald. Zusätzlich halt zu Beatrice und den 2 YCS-Karten. Das war's eigentlich zu den Reprints. Dann gibt es auch ein paar neue Karten, die drin sind, ein paar interessante. Da haben wir als erstes Demon Emperor Angmar. Ist so wie ein Monarch, selben Werte, 2-4, ATK 1000F, 6 Sterne, Fiend Unterwelt. Und wenn der Tribut beschwören wird, kannst du eine Zauberkarte aus deinem Friedhof verbannen und dann eine Karte mit demselben Namen von deinem Deck auf die Hand holen. Ist, denke ich, ein interessanter Effekt, aber ich weiß nicht, ob man die spielt. Also alle Monarchenspieler könnt gerne unten einen Kommentar hinterlassen, ob die Karte interessant ist für euch. Dann noch eine Monarchenkarte, die drin ist. Emperor's Freezing Air. Heißt aber, glaube ich, ein bisschen anders. Andere Übersetzung. Und die kann, wenn du ein 2400 oder mehr ATK-Monster mit 1000 Death kontrollierst, kannst du eine verdeckte Karte wählen und die zerstören.
Und du kannst die aus dem Friedhof verbannen. Und einen anderen Monarchen Zauber oder Falle aus dem Friedhof. Und dann noch eine gesettete Karte auf dem Feld wählen und zerstören. Also so eine Art, wie heißt das Ding? Zyklon. Dann haben die Monarchen auch noch eine Falle, Dark Advance. Während deiner Main Phase oder Battle Phase kannst du ein Monster mit 2400 ATK oder mehr und 1000 Defense in deinem Friedhof wählen, es deiner Hand hinzufügen und falls du das tust, sofort nachdem du diesen Effekt resolvest, kannst du ein Monster Tribut beschwören mit 2400 ATK oder mehr und 1000 Death von deiner Hand in Angriffsposition. Ziemlich gute Karte, finde ich. Recycle was aus dem Friedhof, um Ressourcen wieder zu verwenden, und dann kannst du auch noch in der gegnerischen Runde Tribut beschwören und dann auch noch Stormforce Faxen machen, also ziemlich gut, finde ich. Dann ist auch noch so wieder ein neuer Stardust drin, Stardust Charge Warrior und Ultimate Bishbalkin, die Ultimate Legendary God. Verrückte Synchro, keine Sterne, kannst du beschwören, indem du zwei Level 8 oder höher Monster, die du kontrollierst, mit demselben Level, ein Tuner und ein Nicht-Tuner, die du kontrollierst, von deinem Feld auf den Friedhof schickst. Ich weiß nicht mal, ob es einen Level 8 oder höher Nicht-Tuner gibt, also keine Ahnung, wie man den beschwört. Dann hat er halt wieder einen langen, verrückten Effekt. Dann gibt es auch ein paar neue Exit-Monster, die ganz interessant sind. Da haben wir als erstes Naruto the Moral Leader. Rang 6, Spellcaster, braucht zwei Spellcaster. Einmal pro Runde, während deiner oder der gegnerischen, wenn dein Gegner eine Zauber- oder Falle aktiviert, kannst du eins detachen und dann negieren. Negieren und zerstören. Zurzeit nicht so interessant wegen Spellcaster, aber ich habe gehört, Spellcaster-Deck und Dark Magician und sowas soll kommen. Wobei Dark Magician Level 7er sind, also ich glaube nicht, dass man den dort spielen wird. Dann halt der neue krasse Level 8er, Number 38, Hope Harbinger, Dragon, Titanic, Galaxy. 2 Achter braucht er, einmal pro Runde, während deiner oder der gegnerischen, wenn eine Zauberkarte oder ein Effekt auf dem Feld aktiviert wird, kannst du den Effekt negieren und falls du das tust, kannst du die Karte, die du negiert hast, an den dranhängen als Material und falls der Gegner einen Angriff deklariert, kannst du einem Material abhängen, kannst du den Angriff umleiten auf den und dann, falls ein XYZ-Monster, das du kontrollierst, durch Kampf zerstört wird oder Karteneffekt, kannst du ein XYZ-Monster wählen und das bekommt dann die ATK dazu in der Höhe der ATK von dem zerstörten XYZ-Monster. Hat 3000 ATK, ziemlich starke, klasse Karte, wird wahrscheinlich diesen Lancelot ersetzen im Dracopulse-Deck. Falls sie den rauslegen, erste Runde und Rafflesia und sowas, dann wird schon schwer drüber zu kommen, vor allem negiert einfach Zauber. Vor allem Vorteil gegenüber Lancelot, also nicht nur die ATK, sondern auch, dass du entscheiden kannst, welche Zauberkarte du negierst oder sogar auch Monster-Effekt. Dann haben wir sogar noch eine interessante Karte für das Murmel-Deck. Nummer 37, Hope, Woven, Dragon, Spider Shark. Also die haben echt lange Namen in diesem Set. 4er, 2 Level 4 Wassermonster braucht er, 2,6 ATK. Wenn ein Monster einen Angriff deklariert, kannst du ein Material von dieser Karte abhängen und alle Monster, die dein Gegner zurzeit kontrolliert, verlieren 1000 ATK bis zum Ende der Runde. Und falls der durch einen Karteneffekt oder Kampf zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du ein Monster in deinem Friedhof wählen und Spezialbeschwören, egal welches. Ist gut, um die Wassereffekte zu aktivieren, Dragoons und so, und über Sachen drüber zu kommen. Der kommt sogar über Dark Destroyer drüber. Dann haben wir noch zwei verrückte Spinnen. Die erste ist Nummer 84, Pain Gainer, Level 11, 0 ATK, 0 Death. Aber du kannst ihn auch beschwören, indem du einen Rang 8, 9 oder 10 Dark Monster kontrollierst mit 2 oder mehr Materialien und dann kannst du den drauflegen. Und der hat Defense in Höhe der Ränge aller XYZ Monster, die du kontrollierst, mal 200. Solange der XYZ Materialien hat, jedes Mal, wenn eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird, erhält dein Gegner 600 Schaden und einmal pro Runde kannst du ein Material abhängen und alle offenen Monster zerstören, die dein Gegner kontrolliert, dessen Defense geringer ist oder gleich der Defense von dem Pain Gainer. Und dann gibt es noch Nummer 77, The Seven Sins. Schaut da dann The Seven Deadly Sins, krass Anime. Der ist Level 12,
4000 ATK, 3000 Def. Und den kann man auch wieder drauflegen. Den kannst du zum Beispiel auf den davor drauflegen. Also du kannst den auf einen Rang 10 oder 11 Dark Monster drauflegen. Aber falls du das tust, also falls du ihn durch drauflegen beschwörst, anstatt durch 2 12er, dann kann sein Effekt halt diese Runde nicht aktiviert werden. Und sein Effekt ist halt einmal pro Runde, kannst du 2 Materialien abhängen und alle Monster, die speziell beschworen wurden vom Gegner, banishen. Und dann eins von diesen gemanagten an ihn dranhängen. Also eigentlich ziemlich krass gegen Cosmo. Falls diese Karte auf dem Feld zerstört werden würde durch Kampf- oder Karteneffekt, kannst du eins abhängen und dann überlebt er. Sprich, theoretisch könntest du ihn beschwören. Dann müsste er theoretisch eine Runde überleben durch seinen Effekt und dann nächste Runde könntest du alles banishen vom Gegner. Also das war das Set. Ein paar echt interessante Karten mit dabei. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben. Ansonsten, wie immer, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Set haltet. Werdet ihr euch welche holen? Also ich habe mir auf jeden Fall ein paar geholt. Opening dazu wird, wie immer, natürlich folgen. Ansonsten schaut bei unseren Sponsoren vorbei, holt euch ein paar Karten aus dem Set und wir werden wahrscheinlich beim CCG Grand Open in Köln sein. Also wer alles dabei ist, kann gerne Bescheid geben. Dann sehen wir uns dort. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit dem neuen Video und bis dahin, leidet nicht. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, leidet nicht.